Hallo liebe Womoklik-Freunde, eine weitere Sendung aus der Folge Wieso ist das so aus meinem Wohnmobil? Und ich muss euch sagen, leider habe ich heute keinen Besucher, darum setze ich mich dahin, wo normalerweise ein Stellplatzbetreiber sitzen sollte. So wie das erste Mal der Thilo vom Wohnmobilpark in Damp. Er war der Erste, der hier ein bisschen Auskunft gegeben hat. Und Nummer zwei war dann die Nicole von der Marina Goswick. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an euch und vor allem an die Leute, die da auch zugeschaut haben und Kommentare abgegeben haben, die ja fast zu 100% mir eine Bestätigung gegeben haben, dass so eine Folge respektive Serie vielleicht gar nicht schlecht sei. Und darum habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr das wollt und die Stellplatzbetreiber, dann machen wir doch weiter. Und dieses Mal, wie gesagt, ohne Stellplatzbetreiber, sondern heute möchte ich euch was zeigen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar war ich an einer Einweihung bei einem Stellplatz. Und da hat der Bürgermeister etwas Schönes in seiner Ansprache gesagt. Und das hören wir uns an. Ich übergebe das Wort an den Bürgermeister der Gemeinde Saterland, an den Thomas Otto, wo ich mich auch herzlich bedanke, dass er da ist und sich die Zeit nimmt und auch noch ein paar Worte sagt. Und ja, dann bitteschön. Ja, danke. Vor einem halben Jahr haben wir uns kennengelernt, da haben wir hier den ersten Termin gehabt und wir als Gemeinde hatten Sorge, als hier ein Schild hing, dass der Platz zu ist. Man hat... Bitte? Der Platz war leider geschlossen worden vom Vorbesitzer und wir als Gemeinde hatten wirklich Sorge, dass dieser Platz verloren geht, weil dieser Platz ist ein Edelstein. Wir sind von dieser Seite gesehen das Tor zu Ostfriesland. Und einen schöneren Platz wird man wahrscheinlich im ganzen Münsterland nicht finden als diesen. Wir hatten mit dem Vorbesitzer eigentlich schon die Idee, hieraus Wohnbauplätze zu machen. Und just an dem Tag, an dem wir es in der Gemeinde beschließen wollen, habe ich den Lars hier kennenlernen dürfen. Ich habe gesagt, komm abends zu uns in unsere Sitzung und stell dein Konzept vor. Und dann haben wir das Ganze über den Haufen geworfen und haben gesagt, nein, sowas macht man nicht kaputt. Wir haben hier diesen Edelstein, aber dieser Edelstein braucht natürlich jemanden, der ihn so ein bisschen beschleift, damit es ein Diamant wird. Da haben wir eben den Lars und die Anna, die hier jetzt sehr viel getan haben. Ich fahre jeden Morgen vorbei, hier ist wirklich viel Farbe rangegangen. Und man hat immer die Handwerker hier gesehen, der Olling Bulli, der war immer durch den Zaun zu sehen. Und es hat sich wirklich sehr, sehr, sehr viel hier getan. Ja, und damit das Ganze dann eben auch ein wirkliches Schmuckstück wird, da muss auch außen drumherum ein bisschen was passieren. Und auch das sieht man, also hier ist wirklich ganz viel passiert. Und wir als Gemeinde wünschen da ganz viel Glück und hoffen, dass der Platz immer so voll sein möge wie heute und immer so tolle Leute hier sein mögen. Für das tolle Wetter können wir nicht garantieren. Für dieses Wochenende haben wir es hingekriegt. Aber naja, wir haben ja nicht nur Ostern, wir haben nicht nur die Eröffnung. Morgen hat der Lars auch noch Geburtstag. Oh, nein! Mitgebracht, weil wir ja hier im Grünen sein wollen. Wir wollen eine grüne Gemeinde sein. Einmal einen Ginkgo-Baum, den hat der Bauhof, glaube ich, schon geliefert. Ja, vielen Dank. Der passte nicht ins Dienstauto. Eine offizielle Einweihungskarte. Und weil ihr so schöne Fahnen habt, aber überall nur sagt der Ems draufsteht und ihr keine Saterland-Fahnen habt, habe ich auch die für euch beide. Das ist lieb. Vielen Dank. Ich binde gleich die Leiter. Vielen Dank. Das waren jetzt die Worte von Thomas Ott, dem Bürgermeister von der Gemeinde Saterland. Das sollte an und für sich für andere Gemeinden auch ein bisschen Mut geben, einen Stellplatz zu betreiben oder eben zu bewilligen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank und natürlich auch herzlichen Glückwunsch Lars und Anna. Auch euch danke für den Mut und die Kraft, die ihr braucht, um diesen Platz eben aufrechtzuerhalten. Und wir hören dann irgendwann mal euch zu, wie es euch ergeht und
wie ihr als Stellplatzbetreiber dieses Gewerbe jetzt empfindet, da gibt es sicher irgendwann mal eine Möglichkeit. Nächstes Mal, ich weiß es noch nicht, irgendeinen Stellplatzbetreiber bringe ich sicher in mein Fahrzeug auf diesen Sitz und dann hören wir diesem gespannt zu bei der Serie Wieso ist das so?